Der September 1991 hat Hoyerswerda nachhaltig geprägt. Steine werfende Skinheads, verängstigte Ausländer, die mit Bussen aus der Stadt gefahren werden und zum Teil applaudierende Einwohner. Das sind die Bilder, die um die Welt gingen. Viel Zeit ist vergangen, doch der Ruf, ausländerfeindlich zu sein, ist noch heute meist das Erste, was Menschen, die den Namen der Stadt hören, mit ihr in Verbindung bringen. Nun soll die Thematik wissenschaftlich aufgearbeitet werden. Die Ausstellung in der Orange Box, ein erstes Ergebnis. Zusammengestellt vom Leiter des Stadtmuseums, Dr. Andreas W. Vetter, und Carmen Lötsch, der Chefin des Eigenbetriebes Kultur und Bildung. Ich bin, glaube ich, noch ein bisschen anders rangegangen, dadurch, dass ich ja aus Stuttgart komme ursprünglich und die Bilder im Kopf hatte, die der durchschnittliche Wessi, sage ich jetzt mal, auch im Kopf hatte. Nämlich in Hoyerswerda gab es ganz schlimme ausländerfeindliche Ausschreitungen, ohne dass ich wirklich gewusst hätte, was hier tatsächlich passiert ist. Und als ich dann angefangen habe, die Polizeiberichte zu lesen, habe ich gesagt, eigentlich ist wesentlich weniger passiert als das, was in den Köpfen vorherrscht. Und nicht nur bei mir, sondern was in den allermeisten Köpfen vorherrscht. Die Ausstellung ist sachlich und nüchtern gehalten. Polizeiberichte der damaligen Zeit, regionale Presseartikel, aber keine Erklärungsversuche. Denn eines haben beide Kuratoren nicht, den Rechtfertigungsdruck, mit dem die Hoyerswerda seit 20 Jahren kämpfen. Schließlich habe er eine ganze Stadt zugeschaut, als die Ausländer verjagt wurden, so das gängige Bild. Nur viele hatten anfänglich die Ereignisse gar nicht mitbekommen. Ja, das ist für mich absolut nachvollziehbar. Also ich stelle mir das heute so vor, ich sitze vielleicht in meinem Büro an der Lausitzhalle und in der Altstadt irgendwo, nicht direkt vielleicht auf dem Markt, sondern irgendwo in der Altstadt passiert irgendwas. Ich würde es auch erst am nächsten Tag oder am übernächsten Tag aus der Presse erfahren. Es ist einfach so. Und in einer Stadt mit 60.000 Einwohnern ist es für mich durchaus vorstellbar, dass nicht alle 60.000 Einwohner gleichzeitig die gleiche Wahrnehmung haben. Das geht, funktioniert gar nicht. Und ich kann es aus meinem Wohnort sagen, im kleinen Dorf mit 100 Einwohnern, selbst da erfahre ich viele Dinge nicht am gleichen Tag und manchmal sogar nicht mal in der gleichen Woche. Also von daher ist das durchaus nachvollziehbar. Beeindruckt zeigen sich beide Kuratoren von den Reaktionen der Hoyerswerda auf die Übergriffe. Mit Menschenketten und Unterschriftenaktionen zeigten mehr Einwohner Gesicht gegen Ausländerfeindlichkeit, als vor den Blöcken Münzer und Schweizer Straße applaudierten. Diese Bilder gingen allerdings nie um die Welt.